Jahre. Easy, Yu bin ich, Ki ist mein Bruder. Vor 5 Jahren haben wir uns gedacht, dass es noch kein koreanisches Restaurant gab, was wirklich das mittlere Preissegment als auch das mittlere Publikum bedienen sollte. Bei uns kann man alle Gerichte, Grillgerichte auch einzeln bestellen und wir haben Cocktails. Dakdori-tang oder Dakbokkum-tang ist ein Tontopf servierter scharfer Hühnereintopf. Natürlich geht es vegetarisch. Wir können eigentlich alle Gerichte vegetarisch zubereiten. Yuki Long Beach. Schön. Also ich weiß überhaupt nicht, was es sein soll. Ich habe es auch noch nie gehört und deswegen bin ich jetzt hier gerade so ein bisschen im Freien sozusagen. Ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Also ich weiß ungefähr, was es sein kann. Also es wird auf jeden Fall Hühnchen geben, weil Duck bedeutet im Koreanischen Hühnchen. Also es wird auf jeden Fall ein Gericht mit Hühnchen geben. Und ich bin sehr gespannt, wie das schmecken wird. Okay, dann schauen wir jetzt einfach mal, wie das wird. Also ich fand einfach super lecker. Anfangs musste ich mich ein bisschen an die Schärfe gewöhnen, weil ich einfach scharfes gut essen kann, aber dann hat es toll geschmeckt. Besonders gut finde ich auch, dass man so viele verschiedene kleine Dinge noch dabei hat, die man mitessen kann. Also mit so Kartoffeln und keine Ahnung, dass man sich das selber so ein bisschen zusammenmixen kann. Das hat wirklich super gut geschmeckt. Der Geschmack aus Hühnchenfleisch und das Gemüse harmoniert sehr gut miteinander. Es war ein bisschen zu scharf, aber es war es wert, dass man dafür ein bisschen schwitzt, weil es so gut geschmeckt hat. Okay, also auf jeden Fall, wie hast du es immer, was wir gegessen haben? Dakdori-tang. Würden wir nochmal essen gehen, es hat super gut geschmeckt und die Schärfe kann man auf jeden Fall auch überwinden. Und zwar mit...